Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Immer noch im Pauper's Drop und unser nächstes Ziel, beziehungsweise immer noch dasselbe Ziel, ist entsorge den Schutt im Sinclair Deluxe. Da du durch die Erforschung der Brute Splicer den Bohrersprung gelernt hast, wie ich immer noch nicht weiß, wie ich den benutzen kann, kannst du dir jetzt gewaltsam Zutritt zum Sinclair Deluxe Hotel verschaffen. Geh rüber zum Hotel und zerstöre mit dem Bohrersprung den Schutt, der den Weg versperrt. Für den Bohrersprung brauchst du allerdings Bohrer... Treibstoff. Fuck. Joa. Aha. Das brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen... Was ist denn eigentlich gerade mit dieser dramatischen Musik los? Schrot habe ich voll. Kann ich den eigentlich noch aufnehmen? Ja, wollte ich sagen. Ein Foto knipsen. Okay. Bereits erforscht. Okay. Auf der Suche nach Bohrertreibstoff. Ich glaube nicht, dass wir jetzt baden gehen wollen. Alles kann wichtig sein. Ich verstehe auch gar nicht, was hier mit dieser überdramatischen Musik hier gerade los ist. Bohrertreibstoff. Wir brauchen einen Shop. Wir brauchen definitiv einen Shop. Bohrersprung. Ich hätte es mir eigentlich nochmal anschauen sollen im Part. Den letzten, weil da war es irgendwie kurz beschrieben. Ich war nur so doof und hab's weggeklickt. Okay. Hier ist alles futsch. Da ist unsere Big Sister. Eve Spritze haben wir auch voll. Und diese Musik geht mir gerade dezent auf die Eier. Schrot können wir auch nicht. Das haben wir auch. Oh, das haben wir noch nicht. Sind schon fast unheimlich. Sie hält den Reifen hin und diese armen Teufel überschlagen sich fast, um durchzuspringen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lambs Anhängern eine Substanz zusammen. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy... Du wirst da nicht mitmachen. So oder so nicht. Das ist ein richtiger Papa, wa? Der hat's drauf. So. Fucking Bohrertreibstoff. Wir folgen einfach mal dem Pfeil und schauen irgendwie, dass wir da... Oh, Alter. Nein! Oh, sorry. Jetzt habe ich schon wieder was vergessen. Was ist das hier eigentlich? Bohrertreibstoff. Geil. Gut. Jetzt habe ich fast was vergessen. Wobei ich nicht weiß, ob ich da jetzt... Ah, war ich da schon oder war ich noch nicht da? Bin ich da jetzt schon durchgegangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte hier noch durch. Boah, und danach muss ich aber auch echt hier weg. Hier wollte ich nochmal kurz schauen. Da ist wieder eine Eve-Spritze. Genau, hier hatten wir ja den Kampf mit der Big Sister und da hatte ich mich noch gar nicht genügend umgeschaut, bin ich der Meinung. Ein Geschenk. Leider kann ich es nicht öffnen. Ja. Das klingt auch nicht mehr so ganz musikalisch. Oh, ey, diese Musik. Aspirin. Könnte ganz hilfreich sein. Auf der Upgrade-Station ist geschlossen. Was haben wir denn hier? Fallniete? Antipersonen. Oh, nach einem Tagebucheintrag. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Ach so. Ja, egal.
Okay, jetzt können wir zurück. Jetzt ist Feierabend. Jetzt gehen wir wirklich fix zurück. Bohrertreibstoff haben wir. Und ich möchte endlich diese Musik hinter mir lassen, weil es ist so eine panikmachende Musik und die ist auch nicht mehr, also die ist nicht mehr, die ist einfach nur noch nervig derzeit. Rosie, haben wir. Ey. Sag mal. Ja, brenne. Ach, super. Okay, habe ich beide erwischt. Eine Herrlichkeit. Okay, jetzt kommen wir wirklich zurück. Dosenbohnen, ja, danke schön. Oh, kann sich jetzt bitte die Musik ändern? Das ist nicht mehr lustig. Wow. Der war schön. Okay, okay. Wow. Also mit dem Ding kann man echt gut Headshots machen, ne? Also es ist wirklich wesentlich sinnvoller, bei solchen Momenten irgendwo auf den Kopf zu zielen, anstatt irgendwie da eine auf Automatik zu machen. Einfach drauf loszubratzen. So, da muss ich hin, ja. Warte mal. Ja, ansonsten war ich überall, okay. Ach genau, ja, ich erinnere mich, ja, ja. Genau, da müssen wir durch. Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Ja, schon wieder. Ah, okay. Okay. Habe ich schon wieder gerade. Ich komme immer gerade auf die Plasmid-Taste. Oh. Okay. Achso, hier kann ich auch nochmal nach. Ah. Okay. Drücke Umschalt, während du. Ah, okay. Alles klar. Ah, genial. Probieren wir nochmal aus. Eieiei. Komm mal, das machen wir nochmal hier. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Das kann ich. Überreden kann ich. Ich habe jetzt einen Bohrersprung. Aber wir brauchen wieder Kohle, ne? Zu wenig Kohle. Wie viel kostet? Achso. Haben wir hier. Eckpfeil. Liegt etwas ungünstig. Diese Mucke macht mich echt fertig, ne? Die treibt einen so zur Eile. Das ist doch nicht normal. Ist das ein Bug oder so? Als wäre das hier Outlast oder so. Warte mal. Das ist mir gerade etwas. Ich muss mal kurz was ausprobieren. Kann auch sein, dass das einfach ein Bug ist. Ein Soundbug. Muss ich mal ausprobieren. Gehen wir zum Hauptmenü. Nein. Ich habe ja gerade gespeichert. Und werde einfach nochmal hier auf Weiter klicken. Mal schauen, wann der Bug weg ist. Wenn es einer war oder ist. Unfassbar. Unfassbar. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamp war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein und ich sollte es auch sein, aber Sophia hat sich daran erinnert, dass ich unfruchtbar bin und sie bat mich, auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist. Die kleine Eleanor Lamp. Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind. Und dadurch wird alles gut. Oh, okay. Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen krankhaft. Warte. Oh! Da Fuck! Wo kommst du denn her? Bist du da... Hä? Okay, egal.
Das kam etwas überraschend. Okay, das brauche ich. Ne, brauche ich noch nicht. Kann auch eh gerade keine Medipacks aufsammeln. Okay. Oh, Taschenlampe haben wir auch, sehr gut. Hm. Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Sieht fertig aus. Diese Drogen. Irgendwas war hier schon und hat die ziemlich niedergemetzelt. So viel zu Headshots. Okay. Vielleicht schaffen wir es gleich, den Tresor zu hacken, ohne Alarm auszulösen. War kein Alarm. Oh, shit. Oh, Gott. Na gut, das hat sich einigermaßen belohnt. Sonst war hier nichts, ne? Ne, Toilette, Waschbecken, alles cool. Warum? Warte. Der hat sich da einfach hingelegt, ne? Ich finde das geil, dass die Zahlen auch nochmal übersetzt werden ins Deutsche. Was haben wir hier noch? Oh, das sieht schmerzhaft. Oh. Moment. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Ja? Das probiert mal. Wieso? Wo ist denn gerade hier... Oh. Alk. Oh, endlich! Die Schrotflinte, Mann! Ja, jetzt kann es losgehen. Jetzt bin ich glücklich. Okay. Dann wollen wir mal. Fett. Was weniger fett ist, ist die Mucke. So. Warte. Wo bist du? Hallo? Ach da. Ich dachte, du wolltest dich schon auf meine Schulter heften. Okay. Okay. Ich mag die Schrotflinte. Definitiv. War ich jetzt überall? Warte mal da. Wenn ich da jetzt gerade ausgehe. Warte, hier. Was ist hier? Nix. Kann ich da durch? Nee, warte. Hackpfeil. Wunderbar. Dann haben wir das. Wie komme ich denn jetzt von einer Seite rein? Ich werde endlich aus diesem Abschnitt raus. Shit! Ah! Wie unvorsichtig von mir. Aber vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Ich sehe hier keine Bots.
So, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr drücken. Ist eh gleich vorbei. Der ist auch gehackt, wunderbar. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber ich bin nicht so heilig wie die Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Ja, aber die Frau Doktor ist auch nicht heilig, definitiv nicht. Okay, Ladestreifengröße für Nietenpistolen, eine Upgrade für MG. Ein extrem dichtes Stromfeld verhindert das Geschoss beim ersten Aufprall zerbrechen, sodass sie zu Querschlägern werden, auch nicht schlecht. Ein doppelter Revolver-Mechanismus ermöglicht 6 Schüsse vor dem Nachladen. Ja, bitte. Heiliger Bimbam, das sieht fett aus. Okay. Ja, bitte, hier, dein Part. Danke. Ist da noch jemand? Da. Komm runter. So. Dein Part. Schieß! Dankeschön. Noch wer? Oh. Warte. Nee, warte. Wie peinlich. Wunderbar. Gefrierender Bohrer. Lass deine Gegner mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. Schnelligkeitsschub, Feuersturm, Trinker, E-Flink. Erstmal gehen wir lang. Wir brauchen echt mehr Slots. Oh. Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Ja? Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. La Familia. Du, Black Daddy, du stirbst ganz alleine. Das wollen wir auch erst nochmal sehen. Ja, ich brauche echt mehr Slots. Ich brauche mehr Slots. Warte mal, wo ist denn da? Das können wir auch nochmal hacken. Boah, ey. Was haben wir da? Boah, Treibstoff, das brauche ich nicht. Schrot ist schon mal ganz cool. Wie komme ich denn da jetzt eigentlich hoch? Das würde mich mal ja ein bisschen... Ach so, ja. Vielleicht hier. Ist eingestürzt. Ah ja, okay. Okay, okay. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür $1 von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Andrew Ryan hat mir erzählt, im Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Da mag wer keine Big Daddies. Aber die Puppen finde ich geil. So was hätte ich auch gerne. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie noch Kuscheltiere hätte, aber ich finde sowas... Also ich würde es mir irgendwo hinstellen, ehrlich gesagt. Den würde ich schön irgendwo hinsetzen. Oh komm, das ist doch... Sowas ist mies, Leute, ganz ehrlich. Sowas ist mies.
Was Bleisern und Kindern. Ja, Kinder ist auch scheiße, aber so bei Menschen ist das irgendwie. Ist was anderes, als wenn man tote, unschuldige Tiere sieht. Das finde ich weniger cool. Was? Oh, fuck, Mann. Warte, wo ist. Na, scheiße, komme ich so nicht ran. Können wir hacken? Oh, hör auf zu schreien! Ja, bist schon lange tot. Nein! Oh! Mega Fail. Ich glaube, wir benutzen doch einen Hackpfeil. Scheint sicherer zu sein. Wo war das jetzt? Oh, kann die Musik jetzt nicht. Ey, das ist doch nicht mehr lustig, ganz ehrlich. Ich will jetzt hier endlich durch. Ich habe die Schnauze voll. Oh. Hackpfeil. Hackpfeil. Ach, scheiß auf Hackpfeil, Mann. Ach doch, komm. Zack, 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 zack. So, bitte. Was ist das hier? Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden, kriegt Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Sinclair einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wer Harry ist. Wer ist Harry? It's so Harry, it's scary. Nein. Oh, warum drücke ich denn schon wieder? Jetzt ist auch scheißegal. Was ist denn heute mit meiner Plasmid-Taste, beziehungsweise mit meinem Fingerchen los? So, dann nehmen wir jetzt hier nochmal das hier mit. Zack. Ja, ich gehe schon mal. Ach shit, ich sollte ja eigentlich mal mehr. Oh, fuck, Kamera. Wo ist die Kamera? Film. Nein, bin ich nicht. Okay, wir haben's. Okay. Ja. Da haben wir wieder ein bisschen Kohle. Das ist schon eine teure Angelegenheit hier mit dem. Mit dem Fotografieren. Definitiv. Kann ich da durch? Schade. Hier. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Hier wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Nicht wahr? Sorry, nochmal. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die
Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lam und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Naht! Oh, will ich die zerstören? Du bist frei! Du auch! Ach nee, die sind eh... Okay, die sind eh doof. Okay. Gut. Basierend auf einem Missverständnis, ja. Bin ich nicht mehr ganz dicht. Warte, lass mich rein! Oh Gott. Verzeihung. Ich werde dich wieder stören. Oh. Fertig? Gut. Shit! Okay. Was haben wir? Wo ist die alte Schabracke? Diese ganzen Schmetterlinge hier, ne? Was haben wir hier? Oh, cool. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich, aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair, du Trottel. Ja, beschuldigen sich beide als Trottel, machen aber dennoch Profit. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Oh komm, das ist doch süß hier. Das ist die Größe von Teddy. Und so groß war sie mit 5, 6 und 7. Und das ist gerade ihr aktueller Status. Das ist... Okay. Scheint mehr drauf zu haben als ich im Kopf. Was haben wir hier? Scharfer Beobachten. Mache deine Forschung effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Mach ich einmal. Oh, warte. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt, Eleanor jetzt auch Hunde fressen, Barbaren glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein machen Spaß. Okay. Von der Sprachweise scheint sie nicht die hellste zu sein. Aber hier, das finde ich, das hier so sehe, ja, ja. Alles Liebe, James. Oh, okay, das ist schon mal ein cooles Zimmerchen, wenn es aufgeräumt ist. Ja, mehr, ja, doch. Zu besseren Zeiten wäre das, glaube ich, schon ziemlich geil gewesen. Nicht schlecht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lam jetzt von mir denken? Sieht aus, als wäre es hier eine Geheimtür, ne? Warte mal, ist hier irgendwie...
Was haben wir denn da? Da waren wir auch noch nicht, ne? Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich möchte mir das nochmal kurz auf der anderen Seite anschauen, ob ich da jetzt wirklich war oder nicht. War ich da jetzt schon? Ich glaube ja, oder? Nee, ich komme da nicht durch. Suche nach einem versteckten Schalter hinter dem Poster. Das habe ich mir irgendwie... Das habe ich mir schon gedacht. Ich finde es nur gerade ein bisschen doof, dass sie das noch irgendwie eingeblendet haben. Hätte ruhig noch ein bisschen weiterrätseln können. Ah ja. Okay, Grace. Oh, jetzt habe ich schon wieder... Oh, was ist denn heute los, ey? Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan. Aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bringe es zu Ende. Nee, das wäre ja zu einfach, ne? Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Erstmal einer rauchen. Schuhkarton. Was ist los? Mag schon, du gottverdammtes Monster. Nee. Tu, was du immer tust. Na nö. Mir würde ich ja deinen Willen erfüllen, das mache ich nicht. Und vielleicht kannst du mir, wirst du ja später behilflich, wenn ich dich jetzt am Leben lasse. Oh, ist da ja gut. Ist der Hauptschlüssel, mein Junge. Ja. Was immer du mit Gracie vorhast, vergiss nicht, weswegen wir hier sind. Ja. Okay, tschüss. Dann geh doch zum Teufel. Los. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Das ist ein Argument. Sinclair ist ein Argument. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Richtig! Mann, das ist genau das, was ich hören wollte. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Das habe ich mir erhofft. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Seht ihr? Genau das habe ich mir erhofft. Dadurch, dass wir sie jetzt am Leben gelassen haben, hilft sie uns und wir bekommen hier Verstärkung. Toleranz und Güte kann sehr hilfreich sein. Ja, komm schon. Sag mal, was du drauf hast. Wow, okay, die machen schon übel Schaden. Gebe ich gut und gerne zu. Okay. Das haben wir. Ach Mann! Ihr seid zwar cool, aber einfach
Ach, warte mal. Was ist jetzt eigentlich? Benutze den Hauptschlüssel, um die Abriegelung zu beenden. Wo ist denn das? Ach Gott, da ganz hinten. Okay. Ja, da gehen wir noch hin und dann mache ich einen Cut. Hallo? Hallo? Ah. Oh, hier ist ja was los, Mann. Oh. Ladies first. Da ist nichts drin, okay. Wow, shit. Was war das? War das nur das Feuer, oder? Vielleicht ist hier noch was Schönes drin für mich. Wunderbar. Ganz schnell zurück. Also diese Musik ist, die regt mich echt die ganze Zeit auf. Und was ich immer wieder vergesse, die Kamera zu nutzen. Aber da müssten... Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamb ein paar Fragen stellen müssen. Dieser Sinneswandel geht recht schnell von ihr vonstatten. Das finde ich, ganz faszinierend. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Ja, und? Dann wollen wir mal. Verlasse mit dem Zug Paw Patrol. Alles klar. Finally, wir haben es geschafft. Ab dafür. Die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Ach du Scheiße. Wer ist denn der nächste Verrückte? Auf jeden Fall so gut bewaffnet. Junge, na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Also da können wir... Okay, alles klar. Da können wir jetzt nicht rein. Wir müssen ja alles... Ja gut. Leerpumpen ist jetzt hier schlecht. Aber dann können wir auf jeden Fall rein. Also weil der Zwischenbereich wahrscheinlich überflutet ist, ne? Egal. Was ist das denn? Adam? Ach, das ist ja diese komische Seeschnecke, ne? Genau. Oder sowas. Liegt hier einfach Adam rum. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen schönen Cut. Und ja, beim nächsten Mal, was ist eigentlich unsere derzeitige Aufgabe? Genau, müssen wir den Dionysus Park trockenlegen und... Ja, die Pumpenstation Nummer 5 finden. Ja, das lesen wir uns dann im nächsten Part durch. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da lasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock 2. Haut rein, bis dann und ciao.